Servus, grüßt euch beieinander und herzlich willkommen zurück zum Farmmanager. Ja, wir gehen mal genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich zu versuchen, unsere Farm ja, nach vorne zu bringen und reich zu werden dabei. Ja, wir haben ja die Kartoffelmission ist noch am Laufen, die müssen wir jetzt an Questplay und Autodrive wieder starten. Genauso wie hinten auf Feld 25 müssen wir Questplay und Autodrive wieder starten. Allerdings ist auf Feld 25 läuft ja eine Mission, wo Stroh überbleibt. Und dadurch, dass wir uns das Stroh nicht aus, die Kohle nicht durch die Finger gehen lassen, kaufen wir uns jetzt einen Ladewagen. Damit wir die Mission, weil wir haben ja den Mod mit drauf, Collect Straw at Mission. Und genau, jetzt holen wir den Ladewagen, fahren wir unseren Kurs ein, vom Feld zur Scheune. Und dann da ich sagen, starten wir alle anderen Geräte auch wieder. Beziehungsweise, die starten wir gleich wieder. So, schauen wir hier rein. Hat er einen Kurs geladen? Ja, hat er. Okay, Tastenkombi war so. Ja, letzte Aufnahme ist schon wieder bei Tag her. So, erster Wegpunkt, aktueller Wegpunkt. Nein, nächster passender Wegpunkt. Weil wenn man jetzt aktueller Wegpunkt eingibt, durch Speichern und Laden fährt er automatisch wieder an Start und fängt da. Also das muss ja nicht. Muss ja nicht sein. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Supi, das funktioniert. Wo steht unser... Ah ja, genau. Wieder schlecht vorbereitet. Wo steht der LKW? Ah, der steht da hinten. Ja, tappen wir jetzt einfach mal kurz durch. Oh, dieser hier dürfte eigentlich beide Felder... Okay, nicht gedüngt haben. Aber kein Problem. Erster Wegpunkt, düngen. Flüssigdünger ist voll. Abfahrt einstellen. Schauen wir mal, ob er das vernünftig macht. Müsste mir hier eigentlich eine zweite Düngestufe drauf haben. Ja, passt. Super. Ja, beim Ansehen. Ich weiß gar nicht, was wir mir für. Was wir für eine Sämaschine drauf haben. Diese da. Die kommt aber dann weg. Also die tauschen wir aus, weil. Braucht man nicht. Gut. Dann zurück zu Feld 25. Da haben wir gesagt, da müssen wir Autodrive, Hofsilo, genau. Weil er soll dazwischen abladen, auf Ruf warten. Gut, der läuft. Oh, das Feld 32, das wird sie, glaube ich, noch ein bisschen hinziehen. So, ja, ja, aktuell nein. Nächster Wegpunkt. Ja, passt. So, schaut mal das einmal aus. Abfahrer einstellen. Alles klärchen. Hofsilo, Abfahrer einstellen, auf Ruf warten, alles klar. Was tut der da? Ah ja, genau, der fängt jetzt auf der anderen Seite an. Also das hat Curseplay seit einem neuen Update, wieso auch immer, dass er da nicht da anfängt, wo er aufhört, sondern immer am anderen Feldende. Aber das ist ja nicht so tragisch. Gut, dann gehen wir zu unserem Plan. Ladewagen. Wir haben hier, ich habe einen, den Pöttinger mit drauf genommen. Diese drei sind es. Und die haben eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, haben die extra so ein Silo. Beleuchtung, Reifenhersteller, Kennzeichen. OAL. Na, Kennzeichen brauchen wir nicht, Entschuldigung. Ah, genau, da Dosierwalzen. Ah, die sind's an. Ach, es ist der falsche Mod. Ach, schade. Weil da hat's nämlich. Ah, doch, da. Ah, da der Abkippmechanismus, Mann, ich bin so blind. Hier, mit Querförderband. Das heißt, er kann rein theoretisch links oder rechts abladen. Ist gut, wenn man praktischerweise ein Silo befüllt mit Häckselgut und so. In den Gängen eine 240.000. Jetzt müssen wir erst einmal schauen, was unser Johnny, den wir uns ja behalten, was der Leistung hat. Der hat 142 PS. Oh, da will man da nicht hinkommen.
Vergangen eine 34. Vergangen da eine 34 und der Bergmann. Ah, na gut, dann schauen wir als allererstes, ob wir diesen Trecker, unseren Johnny, mal den vielleicht ein bisschen tunen können. So, konfigurieren. Ja, okay, 164 PS, der Song ist voll in Ordnung, kostet 11.000. Zack. Dann holen wir uns jetzt natürlich einen Pöttinger Ladewagen. Und zwar diesen hier. Ja, aber in der Vanilla, dann nehmen wir uns jetzt ein bisschen Kredit auf. Auch in der Vanilla-Ladewagen ein bisschen günstiger ist, aber ich hätte gern trotzdem diesen Pöttinger. Ah, Kredit, nehmen wir uns einmal 60.000 insgesamt auf. Dann holen wir uns. Was ist denn da der Unterschied bei den beiden? Ah, da waren jetzt ein Zweiachser und jetzt ein Dreiachser. Ja. Nee, wir nehmen uns den Dreiachser, also. Reifenvariante. Dann nehmen wir die kleinen. Belleborg. Bredestein. Chilin. BKT. Ja, na lieb. Michelin, Michelin, Michelin. Ja, nehmen wir die. Also, wir nehmen jetzt in der Standard-Config. Kapazität: zwei Dosierwalzen, drei Dosierwalzen, zwei reicht. Gut. Kaufen. Der Kollege hier ist fertig. Dann schicken wir den jetzt so gleich einmal zurück zum Hof. Ja, der ist dann gut aufgehoben. Und springen dann wieder hier. Ah, das funktioniert auch wunderbar. Es funktioniert anscheinend auch hier. John Deere. Naja, Springer, da ist er. So. Ah, Gewicht können wir uns jetzt leider nicht mehr leisten. Aber das soll ja kein Problem darstellen. Zack. Sehr großer Ladewagen für den kleinen Trecker. Gut, da haben wir letztes Mal gesagt, wenn wir nämlich schon dabei sind, hier müssen wir den Kurs neu einfahren, weil uns das zu eng wird hier mit den ganzen großen Geräten. Das tun wir jetzt natürlich auch gleich. So, das darf er jetzt eigentlich hinhauen. Aufnahme war so, genau. So, dann nehmen wir die Kurven hier ganz eng, weil wir haben ja sowieso den KI-Verkehr ausgeschaltet. So. Das dürfte so reichen. So, und der Kollege fährt jetzt zu Feld 25. Läuft. Den brauchen wir gerade noch nicht. Der wartet schon wieder auf seinen Abfahrer.
der allerdings noch nicht bereit ist. Der hier fährt zum Drescher, finde ich gut. Dann packen wir den hier gleich einmal. Machen wir den auch gleich an den Parkplatz ein. Ah, du sollst. Ja, genau. Und dann nochmal Aufnahme. Dann fahren wir da ein bisschen nach vorne. Okay, mach den nächsten Punkt. So, und dann fahren wir hier zurück. Langsam. Fahren wir hier zurück. Ah, einer geht noch. Genau, dann macht man hier. Ah, scheiße, wer hat der Kosten da drüben? P1 Hof Einfahrt. Dann wird das hier P2 Unterstrich Hof Einfahrt. Ja, dann wollen wir hier wieder raus. Gutti. So. Dann schauen wir jetzt, ob das P2 Hof Einfahrt Abfahrt mit dir. So, du bist natürlich wieder auf dem falschen Ding eingestellt. Was ist hier los? Was ist hier los? Ah, leck. Den kann man löschen und da gehen wir von hier hin. Ja, und den hier nehmen wir auch raus, weil da gehen wir von hier nach hier. So, und dann müsste der Kollege eigentlich. Alles klar. Was ist hier? Achso, ja, der muss entladen werden. Klärchen. Wieso hat der nicht entladen? Haben wir hier noch keinen Kurs eingefahren oder was? Ah, okay. Ja, müssen wir bei Gelegenheit auch noch machen, weil so fährt der dann außen rum. Jetzt schauen wir uns aber das erste Mal an, ob das so. Ob das so hinhaut. Der wirklich ablädt, weil da ist ja die Entnahme ja. Jetzt wird kommen ein bisschen schneller. Okay, das läuft. Was macht der Kollege da schon wieder? Also irgendwie manchmal. Boah, Klaus Kleber. So, dann haben wir jetzt kurz den aktuellen Wegpunkt. Dann fahren wir den jetzt einfach mal hier weg. So, dann stellen wir jetzt wieder ein. Und den doch jetzt auch wieder einstellen. Goodie. So, und er kriegt jetzt hier gleich mal
Ihr kriegt jetzt hier gleich mal einen Kurs zum zu der Scheune. Weil die ist ja hier Gott sei Dank gleich ums Eck. Ja, Scheune müssen wir immer von einer Seite die Einfahrt machen, weil wenn wir da mehrere Abfahrer unterwegs haben und sie können von links und rechts reindonnern, dann ist es auch nicht. So. Ab in die Scheune mit dir. Ja, oder schauen wir, dass wir drüben wieder. Der Trigger, man sieht ja am Boden, der ist doch ein bisschen größer. So. Scheune. Dann. Wie machen wir das jetzt? Ah ja, genau, den hängen wir jetzt erst einmal hier einmal an. Wenn wir die Aufnahme unterbrechen. Finden wir hier. Machen wir ab hier, starten wir die Aufnahme wieder. Jetzt mal ein bisschen ausholen. So. Zack. Müssen wir hier die Kurve nehmen. Maus, also die Kamera wieder aktivieren. Muss ich schauen, wie wir das machen, dass wir von dieser Seite da vorne bei der Feldeinfahrt auch noch reinkommen, weil das kämen wir nämlich aktuell nur raus. Aber ich glaube, bei dem bleiben wir auch, weil ist das irgendwie Verkaufspunkt hier? Ah, eine Kalkstation. Ja, aber da. Machen wir das gleich einmal so. Dann machen wir hier mal einen neuen Wegpunkt. Das ist dann Kalkstation West. Dann donnern wir einfach hier wieder mit drauf. Aufnahme beenden. So. Guti. Dann schauen wir jetzt, wenn wir das machen. So funktioniert. Feld 25 beladen, richtig. Ausladen an der Scheune. Laden da mal Stroh. Hier laden wir Feld 25 Dreschen. Erster Wegpunkt. Zack, zack. So, das dürfte jetzt eigentlich. Schauen wir, ob das funktioniert. Hat der ausgeleert oder was macht der? Achso, na, der. Aber den Kurs neu gestartet, deswegen. So, dann kicken wir mal, ob das so funktioniert. Wie wir uns das vorstellen. So. Nö, der macht natürlich Feldarbeit. So, dann darf man den mal abbrechen. Am aktuellen Wegpunkt Abfahrer einstellen. Die erwartet. Der ist unterwegs. Ja, der steht da nur gut. Der steht hier auch gut. Der ist auch wieder on the way. Perfekt.
Der macht auch seinen Job hier. So, jetzt schauen wir gleich, ob wir noch eine weitere Mission annehmen können. Ein bisschen Kohle, dass ein bisschen Kohle reinkommt. Ja, nein, die ganzen großen. Die großen sind weg. Dann heißt es jetzt einmal ganz kurz zuschauen. Derzeit macht man so mal einen schönen Screenshot. Zack. Zack. Ja, ich bin echt gespannt, ob der jetzt dann praktischerweise. Oder muss der hier einfach. Er sucht jetzt den passenden Weg hier normalerweise. Ja, ich sehe schon, dass wir da hinten. Hallo? Okay, das funktioniert nicht so. Einstellungen. Auto Drive. Entladen, auffüllen, entladen, auffüllen. Okay. So, mal anders. Jetzt fahren wir nämlich hier uns gleich einmal. Ja, wenn wir schon dabei sind, würde ich sagen, fahren wir uns hier gleich einen neuen Kurs ein. Und zwar von hier. Na, nicht so genau. Aufzeichnung starten. Gleich von hier. Zack. Nein. Zack, zack, zack. Dann können wir nämlich in beide Richtungen fahren. Wowie. Wowie. Ja, jetzt aber. So. Und hier fahren wir hier rüber. Dann haben wir da mal ganz kurz nach vorne. Ja, schauen wir mal, ob wir das so zum Laufen bekommen, wie wir uns das vorstellen. Naja, also das Autodrive CP startet, funktioniert. Haben wir ja gesehen. Aber wir versuchen jetzt irgendwie eine Lösung zu finden, damit Curseplay auch Autodrive startet. Ich hoffe, das funktioniert.
Jetzt müssen wir hier mal langsamer werden ein bisschen. Genau. Eine Verbindung erstellen. Und los geht er. Ich glaube, dass wir hier von dieser Linie noch keine Ausfahrt haben. Nö. Aber die machen wir uns einfach schnell. Da ist ja nichts dabei. Die machen wir jetzt halt ein bisschen weiter zurück, dann können wir nämlich gleich wieder starten. So, und die machen wir uns jetzt einfach von hier nach hier. Hallo, 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 hallo. So nicht, mein Freund und Kupferstecher. So. Jetzt müsste das eigentlich... Jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Das funktioniert schon mal. Haben wir hier jetzt nur. Na, das müssen wir starten, das hilft nicht. Dann schauen wir mal, ob das hier haut. Funktioniert, es kommt da ein bisschen Kohle rein. Das finde ich schon mal super. Der steht aktuell nur leer, der ist auch noch unbenutzt. Jetzt schauen wir gleich mal, ob wir schon irgendwas zum Kalkstreuen haben. Nein, haben wir natürlich noch nicht. Da kann man jetzt die Hofscheune mal verkaufen, weil wir da sowieso früher oder später eine Durchfahrhalle hinbauen wollen. Schauen wir aber erst einmal, was es hier gibt. Dünge-Technik. Ah, okay, ist zu teuer. Müssen wir noch erst einmal die Missionen abschließen. Es funktioniert auch wunderbar. Einmal Silo, wie es mit den Kartoffeln ausschaut. Ah, wieso ist hier. Ah, ich habe aus Versehen Mais Plus aktiviert. Das muss ich wieder rausnehmen. Kartoffels, Kartoffels, Kartoffels. Wo sind die Kartoffels? Hallo? Ah, hier. Haben wir jetzt drin 56.000 Liter. Alter! Und 500.000 Gänger plus eine. Wir müssen, ich denke mal, dass wir da gar nicht alle einigen. Weil wenn ich mir das Feld da noch so anschaue, dann... So, der hier ist gleich fertig. Der hier fährt zum Hofsilo. Der kommt wieder rein. Ja, wie gesagt, das war jetzt echt Zucker. Wenn das so funktionieren würde, wie ich mir das vorstelle. So, das war die Feldarbeit. Was haben wir hier? Abfahrerbeladung am Startpunkt. Nö, jetzt macht das gar nicht mehr. Kombiniert Drescher abtanken und abfahren. Typ abfahren, beladen am Startpunkt.
So, wenn wir jetzt hier den aktuellen Wegpunkt einstellen. Sehe schon, es wird ein bisschen eine Tüftelei hier. Aber warum einfach, wenn es auch schwer geht? Aber das kriegen wir schon irgendwie zum Laufen. Also da mache ich mir gar keine Sorgen nicht. Der da drüben ist fertig. Also so gut wie, das ist seine letzte Bahn. Ja, wir können es eigentlich auch lassen mit dem Stroh, aber ja, es ist ja doch, wir haben jetzt knapp 3000 für eine Fuhre bekommen. Es ist gar nicht so schlecht. So, nächster passender Wegpunkt. Das machen wir jetzt einmal hier. Dann Abfahrer entlassen. Dann machen wir hier aktuellen Wegpunkt. Ja, die Kurven, die wir da nie erwischen. Weil da der Drescher halt einfach ein bisschen weiter ausholt. Gut, eine Möglichkeit wäre, den Weg von hier zu der Scheune mit Curseplay einzufahren. Dann mit zwei kombinierten Kursen zu arbeiten. Ja, kommt Zeit, kommt Rat. Also das wird sich schon noch. Das wird sich noch rausstellen. Dann werden wir schon wieder entladen werden. Der hier ist gleich voll. Wo ist der? Ist das ein LKW dazu? Ah, der ist on the way. Das finde ich super. Dann kann man hier gleich einmal Abfahrer entlassen. Kurs löschen. Bau. E. Schauen wir mal, ob wir den noch voll kriegen. Ja, gut, okay. Ja, ich glaube, dass wir uns unten. Segmentmaus, ja. Dass wir uns unten. Irgendwo. Jetzt schauen wir mal, was wir uns da kaufen können. Das ist schon teuer. Wert 14.000, dass wir uns hier. Ist das eine Verkaufsstation? Ah, das war jetzt ein Fehler von mir. Quatsilo. Ist eigentlich keine Verkaufsstation, oder? Na, also Plan. Wir richten uns hier einfach ein Zwischenlager ein. Genau, wir fahren uns hier einen Zwischenlagerkurs ein. Super. So machen wir das. So, und jetzt zeige ich euch das. Jetzt haben wir hier nämlich das Feld 26.
Ah, können wir als nächstes gleich ernten. Finde ich super. Aber wir vergessen, dass wir uns das aktiviert haben. Als Bäckerei, Hafer und dann zur Bäckerei. Also müssen wir sowieso auch wieder zwischenlagern. Feld 25. Jetzt haben wir schon bei 84%. Das heißt, wir schicken jetzt den Drescher dann gleich drüben. Auf Feld 26 lassen wir da weiter ernten. Und richten uns dann hier im Porta-Silo, also im Bahnhofssilo, ein Zwischenlager ein. Das glaube ich mache ich aber mit dem hier gleich. Weil der ist nämlich schon da. Der ist jetzt beim nächsten Ausladen, wird der sowieso gleich wieder besser. Aus dem Grund klauen wir uns den mal kurz vorm Feld. Ja, wir müssen uns definitiv unsere eigenen LKWs kaufen und davon zwei oder drei Stück, um hier die großen Missionen erledigen zu können. Das war aber jetzt eine knappe Kiste. Ja, wie gesagt, ich fahr jetzt nicht realistisch oder naturgetreu, weil das ja kein Realistikprojekt ist. Hoppala, 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 hoppala. Ja, ich hoffe, es wird euch nicht zu langweilig, aber wenn wir schon mal erwähnt haben, es ist halt einfach jetzt bei den ersten Folgen. Deswegen machen wir es ja ein bisschen länger. Es ist bei den ersten Folgen einfach das, ja, Problem, da das nicht einmal nennen. Aber der Zeitaufwand zum Einfahren der Kurse. Wenn die Kurse dann endlich einmal laufen. So, aufnehmen. Wenn die Kurse dann endlich laufen. Ja, dann. Was will man mehr? Okay. Also hier nochmal. Aufnahme beenden. Diese Punkte werden wir nochmal löschen. Ja. Diese Punkte werden wir nochmal löschen, weil wir dort praktisch jetzt nicht erst in die Entnahme fahren, weil das ist, denke ich mal, hier die Entnahme direkt neben uns, sondern wir fahren mal hier direkt ins Silo. Hier drin ist, glaube ich, kein Entnahmeding nicht, oder? Das ist ein Lichter. So. Wie heißt das nochmal hier? Port-Silo. Da haben wir 1, 2. Okay, dann nennen wir das hier Silo. Silo Süd. Leeren die Kartoffeln hier aus. Ich weiß nämlich nicht, wie viel das da reingeht, also das müssen wir nur rausfinden. Aber zur Not lagern wir halt einfach im Ding zwischen oben im Hof. So, dann fahren wir hier raus. Bisschen mit dem Bogen. Aufnahme beenden. Route verbinden. Route. Alter. Route verbinden. Route verbinden. Abfahrer einstellen.
Ja, okay, also das müssen wir anscheinend wirklich immer manuell einstellen. Ja, aber ja, jetzt anscheinend. Er hat es anscheinend gebacken gekriegt. Weil er hat ihn ausgeleert. Was tut er denn? So, jetzt haben wir hier mal Opfer entlassen. Zack. Zack. Ja, das checken wir jetzt einfach einmal durch. Ihm hier können wir gleich einmal manuell abtanken. Schauen wir mal, wie wir hier das. Oh, die blaue Linie haben wir eigentlich ganz gut eingefahren. So, den tanken wir jetzt nur manuell ab. Zack, die Bohne. Gut, liebe Leute, das war's schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Und wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Hat mich gefreut, dass ihr da wart, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Pfiat euch!